Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Patienten in Krankenhäusern erwarten eine gute, humane und fachlich seriöse Pflege auf hohem Niveau. Und ich darf auch sagen, die Pflegefachkräfte erwarten zu Recht Arbeitsbedingungen, die ihnen eine gute Pflege ermöglichen. Die Gesundheitsfachberufe im Gesundheitswesen sind die Pfeiler der Dienstleistung im Krankenhaus. Und ich darf Ihnen sagen, die SPD-Fraktion, gerade auch vor dem Hintergrund der auch in diesem Jahr andauernden Tarifverhandlungen, die SPD-Fraktion steht ganz klar hinter den über 43.000 Beschäftigten der Berliner Krankenhäuser und ihrer Familien. Die Zeit ist reif, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zeit ist reif für nicht nur eine rhetorische Wertschätzung der Gesundheitsfachberufe, sondern auch für eine Aufwertung von allen Parteien gemeinsam. Eine Kampagne ist wichtig. Wir brauchen materielle Verbesserungen der Situation der Beschäftigten, auch in den Berliner Krankenhäusern und auch in der Pflege. Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lauer? Herr Kollege? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das bedeutet natürlich auch eine Teilhabe an der Tariflohnentwicklung, denn wir alle wissen, die Gesundheitsfachberufe sind nicht diejenigen Berufsgruppen, die am meisten im Gesundheitswesen verdienen. Und vor dem Hintergrund des eben skizzierten Kostendrucks im Gesundheitswesen muss man auch erkennen, in Deutschland versorgt eine Pflegefachkraft 10 Patientinnen und Patienten, in anderen Ländern ist das weniger. In Norwegen beispielsweise der Schlüssel 1 zu 4,5. Jede unterbesetzte Nachtschicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist genauso gefährlich wie mangelnde Hygiene. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Leitplanken des Gesundheitswesens müssen zukünftig so justiert werden, dass eben auch der Mensch wieder mehr im Mittelpunkt steht als bisher. Und ich darf Ihnen sagen, die SPD ist hier auf der Seite der Beschäftigten. Wir haben im Bundestagswahlkampf ganz klar gesagt, wir brauchen eine Personalbemessungsregelung. Wir sind diejenigen, die gemeinsam mit der Union auf Bundesebene einen entsprechenden Koalitionsvertrag verabschiedet haben, der dieses im Bereich der Altenpflege überfälligerweise einführt. Und ja, wir müssen gemeinsam mit allen Bundesländern die Diskussion führen über eine Fortentwicklung. Über eine Fortentwicklung der diagnoseorientierten Fallpauschalen, die Herr Albers zu Recht von seiner Wirkung eben ja skizziert hat. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Zillig? Gar keine Zwischenfrage. Gut, keine Zwischenfrage. Und die Fallpauschalen ermöglichen ja inzwischen, dass man mit der Krankenversorgung Geld verdienen kann. Sie erwirken eben gerade ein Kostensparen auf Kosten der Beschäftigten. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es Leitplanken, die momentan fehlen im Gesundheitswesen im Bereich der Pflege. Ich darf daran erinnern, der Organisationsgrad der Beschäftigten in der Altenpflege sind nur 5%. Nur 20% der Pflegefachkräfte sind gewerkschaftlich organisiert. Ja, meine sehr geehrten Damen in den Einrichtungen des Gesundheitswesens, die SPD appelliert an Sie, treten Sie ein in Gewerkschaften, machen Sie mit bei der Durchsetzung Ihrer legitimen Interessen und spiegeln Sie die Debatte hier im Parlament mit dem, was Sie tariflich ebenfalls vereinbaren können, wenn Sie sich organisieren. Und da, wo tarifrechtliche Regelungen nicht so leicht möglich sind wie im Bereich der kirchlichen und konfessionellen Einrichtungen, da sind wir ebenfalls auf Ihrer Seite, um Ihre Interessen dort zu stärken. Machen Sie mit für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und natürlich könnte man im Rahmen von tarifrechtlichen Regelungen dann ebenfalls Personalbemessungsregelungen kodifizieren. Aber ich sage ganz klar, solch einen Flickenteppich wollte die SPD auch nicht. Und eben weil es dort ein Manko gibt der Ausgestaltung lediglich durch Tarifverträge, brauchen wir hier die Schutzmacht der Parlamentarier und Parlamentarier für die Patientinnen und auch für die Beschäftigten. Ganz klar, die DRGs müssen qualifiziert werden und der Bundeskoalitionsvertrag sieht diesen Weg vor. Da ist vorgesehen, eben auch sich über Notfallvorhaltekosten zu unterhalten, über die besondere Betrachtung derjenigen Patientinnen und Patienten, die multimorbid sind. Da gibt es mehr Aufwand, der ist abzubilden, schon jetzt in den Fallpauschalen, der ist dort abzubilden. Und Krankenhäuser, die das dann nicht umsetzen mit dem so ermittelten Personal, müssten dann auch sanktioniert werden. Es kann nicht sein, dass die Krankenhäuser von den Krankenkassen das gleiche Geld bekommen, unabhängig von der Frage, ob sie soziale Standards oder ob sie Pflegestandards im Bereich der Personalbemessung umsetzen. Die SPD und die Union auf Bundesebene wollen das ändern und eben als Bewertungsgrundlage bei den Vergütungsverhandlungen einführen. Ja, und wir werden sehen als SPD, meine sehr geehrten Damen, ob das reicht.
Ich bin da ja pessimistisch. Wir werden diesen Weg versuchen müssen zu gehen. Vielleicht ist es ja schon der erste Schritt. Aber ich stimme Ihnen zu, wir werden auch, und das ist ja auch die Beschlusslage der SPD auf Bundesebene, ja, wir werden auch über weitergehende gesetzliche Regelungen bei der Personalbemessung nachdenken müssen. Aber das sanktionsfähig zu machen in den jetzigen vergütungsorientierten Fallpauschalen muss der erste Weg sein. Wir brauchen eine neue Relevanz des Personals, der Humanität in den Krankenhäusern. Auf die Kosten der Beschäftigten ist kein gutes Gesundheitswesen zu machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD ist bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen und bei den Patienten. Beide brauchen einander. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.